Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mache es an dieser Stelle kurz. Herr Korte hat das ja hier schon am Anfang sehr wortreich ausgeführt, welche Rolle die Berliner Polizei hierbei spielen soll. Und unsere Fraktion findet es sehr bemerkenswert, dass die Koalition es nicht vorhat, diesen Antrag dann auch in den Innenausschuss zu überweisen, denn meiner Meinung nach würde ich schon gerne mal von der Polizei erfahren, und ich kann mir vorstellen, dass die anderen Innenpolitiker in diesem Haus das auch gerne mal erfahren würden, wie denn die Polizei diesen ganzen Aufgaben nachkommen soll. Herr Delius hat es schon angedeutet, zum Beispiel hier der Abschnitt 51 Friedrichshain, der Abschnitt in Berlin mit den meisten Funkstreifeneinsätzen, hat für 80 Schulen eine Person, die dort für Prävention tätig ist. Wie soll diese eine Person zum Beispiel in diesem Abschnitt mit 80 Schulen dann ein Sicherheitskonzept ausarbeiten bei den ganzen anderen Präventionsaufgaben, die hier noch zu leisten sind? Wie Sie alle wissen, haben wir ja Haushaltsverhandlungen im August, und ich sage, wir sind da ja auch nicht, das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir da Dinge ablehnen, aber wir müssten doch mal auch in dem Ausschuss, der sich um Sicherheit und Ordnung in dieser Stadt hier kümmert, darüber diskutieren, wie diese Vorschläge denn hier umgesetzt werden sollen. Denn, meine Damen und Herren, ich kann mir vorstellen, dass es hier ein sehr großes Frustrationspotenzial auch bei den Sicherheitsbehörden in Berlin geben kann, wenn wir hier an der roten Ampel irgendwelche Dinge beschließen, dass irgendwelche Konzepte mit der Polizei ausgearbeitet werden sollen und die dann am Ende des Tages die Mehrarbeit haben, die dann am Ende Dinge tun sollen, wofür ihnen zum Beispiel dann das Personal fehlt. Daher beantragt meine Fraktion da auch die Überweisung in den Innenausschuss, und ich würde mich freuen, wenn Sie dem dann auch nachkommen würden. Vielen lieben Dank.